Hallo, die Live-Leute, willkommen zurück auf meinem Channel. Ich komme gerade vom Training und ich will irgendetwas anderes machen. Weiß nicht, ich mal direkt, wie ich meine Muffins machen. Und zwar, eigentlich sieht was wir brauchen. Wir brauchen Zucker, Backpulver, so einen kleinen Butter-Vanille-Aroma, ein Ei, Eiweiß, Haferflocken. Ich will hier immer die Blütenzart, die sind nämlich besser für abzulesen. Und dann den Mixer, ein paar Formen, Muffins formen. Und das war es. Wenn ihr noch etwas dran machen wollt, optional, könnt ihr natürlich so etwas, so Schokolade. Oder was ich auch mal gerne dran machen, als ein Erdbier oder ein Hambier oder ein Blaubier einfach mit. Ja, voilà. Die genauen Mengenangaben die fand ihr in meiner Kommentarbox. Und das ist nicht mehr einfach wie alles zusammengehauen, mixen und an Formen füllen. Das Ganze geht dann plus minus 20 Minuten an den Ofen und zwar auf 180 Grad. Ja, der E-Chef. 180 Grad bei Ober- und Unterhitze. Und dann sind wir after Training out Protein, Muffins, Brett. Wer da auch noch dran machen könnte, was ich auch noch dran machen könnte, das ist, und zwar geht das von Sinop, so fleißig die Puderen. Vertellen wir mal. Hier ist Cheesecake, New York Cheesecake. Ich meine, heute geht New York Cheesecake geholt, voilà. Das ist sicher etwas, was keine Kalorien hat. Gucken wir mal, ob man wenn das hier kriegt. Ja, voilà, das hat sicher keine Kalorien, also pro Portion hat es 9 Kalorien. Weil 3,4 Gramm Ballaststoffe dran sind und 0,12 Gramm Kohlenhydrate. Also das ist wirklich eine Quantität, die negligabel ist, wenn ihr das nicht massiv konsumiert. Das ist natürlich ein artifizieller Zucker, genauso wie den Zucker. Als nicht zu rekommendieren, die Woche für unter Kompetition, weil der Körper kann durch so Sachen natürlich besser zählen. Voilà. Genug dazu, genug geschwätzt. Ich mache hier mein Tisch. Und dann geht das Ganze in den Ofen. Thank you.
Werde ich natürlich noch viel drauf vergessen, so bei den Hallen, als Proteinpulver. Das heißt, du könnt noch 20 Gramm Proteinpulver von eurer Wahl dabei. Schon in diesem Fall habe ich Vanille geholt, einfach für den neutralen Gut zu behalten, weil ich schon die flasty Pulver, was ich den dran gemacht habe. Ja, du gesagt natürlich, dass die Tiramisu ein bisschen mehr gehen wie die anderen. Mehr baut er das dann eben so. Dann weiß ich, dass ich da pur Gramm Protein Männer habe. Mehr. Na, mega. Voilà, ich gehe in der Tutelo an den Ofen. Und in 20 Minuten gehen wir raus. Ciao! So, entretemps frisch geduscht. Es ist Halbzeit. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen. Oh ja. Yeah. Mega geil. Oh ja. Yeah. Voilà. Das sind sie. Also die Formen, die habe ich vom Amazon. Ich verlinke die stehen natürlich auch hier in der Infobox. Dann könnt ihr euch die gucken, respektive bestellen. Und werde ich euch auch verlinken, respektive was ihr auch in der Infobox fand, als ein Link für bei Sinop zu bestellen. Also Blackline 2. Und zwar ist das ein Affiliate-Link. Das ist so, dass von da mit dem Link bestellt. Dann unterstützt er mich, muss ich indirekt, indem ich pro Prozent auf meinem Konto gut geschrieben kriege. Voilà! Und es ist so frei am Fitnessbus, dass die Leute mal du sehen. Ja, die Leute gehen automatisch um 5 Uhr an. Das ist 5:45. Ich mache mich stumm Cardio. Way. Ja, findet ihr mal das Kneifen am Fitness. Leute, willkommen zurück auf meinem Channel. Ich habe gerade mein Beintraining gesehen und wo ich am Gange war, den Edit zu machen von den Videos, wie ihr seht, habe ich festgestellt, dass ich aus euch gut keinen Clip habe für, wie nennen wir das, für das Video aufzuschließen.
Mann, Mensch, Dilo! Also, heute sind wir Samstag, heute sind wir offiziell 8 Tage für unsere Kompetition und eine Woche 7 Tage. Eine Woche. Ja, wie es mir geht, ich hatte die letzte Woche viel Stress dafür. Also, die letzte Video auf YouTube für 2 Wochen online gegangen und das geht los. Heute Abend auch online. Ja, ich kriege eben nicht immer alles und nur dann, ich bin auch schon ein Mensch. Wie der Rest hat sich formtechnisch definitiv etwas gedauert. Gespannt sind wir schon, nicht gesehen, dass nächste Woche am Vlog wird sich mit meinem Körperfett gedauert hat, weil wieder vielleicht im Instagram Mod gekriegt hat, habe ich eine In-Body-Mussung gemacht. Das ist irgendwo, die ein bisschen mehr detailliert festhält, wie viel Fett, wie viel Muskelmasse in hat. Ja. Und das war für rund 4 Wochen. Ja. Und am Dienstag kann ich noch einen machen. Und dann sehen wir uns auch, was sich auf 4 Wochen gedauert hat. Sehr gespannt. Schon ein Schmatz, natürlich. Und das ist schon ein Schmatt. Ja, für den Rest sieht mein Haar sind on point. Und mein Gesicht ist nicht geschminkt und ich gebe auch darüber im Moment. Und voilà. Morgen gehen schnell bei der Masse. Dann geht Boots machen. Mittwoch übrigens auch noch ein Kehr. Ehre dann schon. Donnerstag aus und die erste Kusch fünf drauf könnt und dann aus Freude. Und dann geht es schon in Deutschland, weil der Samstag ist wieder Konkurs. Und ja, bin ich mal gespannt, was dieser Konkurs dem bringt. Nach wie vor ist nicht, nicht mehr gewonnen, da bin ich noch weit, weit davon weg. Aber wie ich das schon im Video für Drogen so tun. Das ich kennt mich. Ich kennt mich. Seht ihr nicht? Ja, die haben mich verstanden. Also, ich bin in der Kompetition mit mir selber. Und dementsprechend bin ich schon gewonnen, weil meine Form besser ist als 4 Wochen. Und ich definitiv auch ein bisschen mehr zufrieden sein. Und alles anders ist unwichtig. Und dann, das ist dann eine Woche, geht es dann an die wohlverdienten Off-Season. Ich meine, eine Kompetition hätte ich da weiter nicht gepackt. Ah doch, ich hätte sie gepackt, aber ich bin bereit. Bereit für ein Off-Season, bereit für Sachen zu essen. Es geht immens, immens schwer, die Diät-Technik im Moment. Ich bin immens gelusten. Mein Gedanke ist, ich schweife schon noch am Essen. Dementsprechend freue ich mich darüber. Voilà, so viel von mir. Sur ce, ciao, ciao, bis demnächst.